Alright, also, wir sind gestern, glaube ich, so bis zur Mitte gekommen oder so in dem Game. Also nochmal schneller Rückblick. Wir haben gestern, der Start vom Spiel, es kam zu einem Ausbruch. Leute sind infiziert, sind mehr oder weniger so eine, ja, Avocado wachsenden Grünpflanzen. Also von innen wächst halt was raus, der Virus. Leute sind dadurch... sind dadurch infiziert. Und als der Ausbruch losging, ist Joel, ist den Namen jetzt richtig? Ja. Ist mit seiner Tochter und seinem Bruder geflohen. Auf der Flucht vor dem Virus oder dem Ausbruch wurde Joel, seine Tochter, erschossen. Und 20 Jahre später sind wir in Joel wieder rein und haben die Story dann sozusagen fortgesetzt. Wir wollten mit unserer Freundin Tess wollten wir Waffen holen. Das war mehr oder weniger so ein Auftrag, so ein Supply Run. Dabei haben wir festgestellt, dass ein Dude unsere Waffen verkauft hat an die Fireflies. Das ist mehr oder weniger so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Rebellion. Ja, genau, so eine Rebellion. Die haben wir dann getroffen. Also die Anführerin von den Fireflies, und die hat uns dann gesagt, ey, ihr kriegt eure Waffen, wenn ihr mir einen Gefallen tut und etwas transportiert aus der Stadt raus, zum Rathaus der Stadt. Wir haben uns dann also auf den Weg gemacht mit Tess und haben dann Ellie abgeholt. Ellie ist jetzt sozusagen das Produkt, was wir liefern sollen. Ellie ist gebissen worden, also in der Theorie sollte sie auch infiziert sein mit den Sporen und Pilzen und so weiter und so fort. Ist sie aber nicht. Sie scheint also immun zu sein und die Fireflies denken, dass sie daraus ein Antivirus kreieren können. Wir sind dann nun also zum Rathaus gegangen. Zwischendurch mussten wir uns ein bisschen durchkämpfen durch, ich nenne sie jetzt mal Zombies. Und unsere Freundin Tess wurde gebissen, hat sich infiziert. Das Militär war auf der Jagd nach uns. Sie wollen uns halt haben. Dabei ist Tess dann gestorben, die hat sich geopfert, weil sie ja gebissen wurde und sowieso mutiert und so nicht sterben wollte. Hat dann für uns quasi gekämpft, sodass wir fliehen können. Und wir sind jetzt mit Ellie nach dem Rathaus, nachdem wir festgestellt haben, dass dort niemand ist, der Ellie entgegennehmen kann, sind wir jetzt auf der Suche nach einer Klinik oder auf dem Weg zu der Klinik, wo ein Antivirus hergestellt wird oder hergestellt werden soll. So. Und da knüpfen wir jetzt an. Wir sind jetzt in der nächsten Stadt. Da gibt es ein paar Räuber und Gendarme. Die haben wir schon bekämpft. Und jetzt geht's weiter. Da ist so aktuell der Stand der Dinge. Boah, warte. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Stimmt, die Etappe habe ich vergessen. Wir sind dann also aus der Stadt raus zu unserem Freund Bill, also von Joel, ein ehemaliger Kumpel. Den haben wir getroffen. Und der hat ein Auto, der sollte ein Auto haben. Wir sind dorthin, wollten einen Gefallen uns quasi einholen. Und Bill hat uns dann ein fahrendes Auto besorgt und ist dann irgendwann gegangen, weil der auf die Scheiße keinen Bock hat. Und jetzt sind wir beide wieder alleine. Wir haben jetzt kein Auto mehr. Wir wurden überfallen von kleinen Räubern. Die haben wir alle getötet. Woher wusstest du's? Und jetzt geht der Weg weiter. Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und bringst du viele Unschuldige um? Das heißt dann wohl ja. Versteh es, wie du willst. Hier schlafen diese Typen wohl. Ja, jetzt oder nicht schliefen. Mehr.
Wir sind in die Stadt reingekommen und da sind halt Räuber gewesen. Also die Plünderer quasi, Phoenix. Und die haben wir jetzt, wie gesagt, umgebracht. Kleine Bösewichte. So. Mehr wollen wir nicht machen. Das ist nicht schlecht. Bill ist mit dem Auto weggeheizt? Nee. Bill ist nicht abgehauen. Wir haben uns das Auto gekriegt und Bill ist einfach gegangen. Bill ist einfach gegangen. So, jetzt sind wir halt hier in der Stadt. Hey, Volk, moin. Oh. Ich glaube nicht, dass sie infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Also das Auto hat Bill uns gegeben. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier. Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Okay. Audi, hau rein. Bis dann. Genau, Bill ist einfach da geblieben. Genau. Oh, Ellie kann pfeifen. Ich pfeife. Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Ich freue mich auch sehr, Gamer Freak, auf den zweiten Teil. Mal gucken, wie das wird. Ich bin sehr was gespannt. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Das war schon. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung! Wo hast du denn schießen können? Ellie, runter! Mann, schleck mich. Uh-oh. Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Wow, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Wo sind sie denn? Die sollten hier sein. Ach, die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Glückspilze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Ignorieren wir die oder töten wir die? Hey, Nerdius, moin. Scheiß drauf. Ich warte nicht länger. Lasst uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. Wenn die uns schon wieder hinhalten. Ja? Was machst du dann? What's up? Ja, ich warte. Nee, ich hab schon ein paar Mal gespielt, der Manu. Lassen die mal. Wir sparen Munition. Sie sind weg. Anschlagen habe ich gespielt, ja. Oh, die machen mir Angst.
Ist die Stadt denn voll von ihnen? Sieht so aus. Nee, nee. Nee, hat keinen Einfluss. Außer, dass du halt Munition sparst. Und davon hat man in Last of Us jetzt nicht wirklich viel. Also auf schwer zumindest. Noch weit. Wir schaffen das. Ich denke mal, Excepto. Ich glaube, wow, das Spiel kommt. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Das Spiel kommt. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Von Donnerstag auf Freitag, glaube ich, raus. Und dann werden wir das, denke ich mal, so gegen 11. Gebt uns 12 Lebensmittel. Freitag? Also, ich habe keinen Vorab-Key. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab es nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. Hey, Fat Mike Morton. Moin. Hey, Chat, jetzt mal ohne Scheiß. Dankeschön für die ganze moralische Stütze die letzten paar Tage. Das hilft mir sehr. Klingt zwar ein bisschen abgedroschen, ist aber wirklich so. Ich glaube, sonst würde ich ausrasten. Danke, dass wir das mit so viel Humor noch nehmen können und auch mal ein bisschen lachen können. Ich hoffe, ab nächste Woche geht es dann wieder ein bisschen bergauf, wenn der Scheiß geklärt ist. So, und als Entschädigung eine süße Katze. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Joel, da! Dankeschön. Die haben mir Munition gegeben. Verdammt viel Energie. Es hat ein paar Minuten gedauert, die anderen zu erledigen. Und 5 Stunden, um sie zu erwischen. Mann, manchmal muss man sich's echt verdienen. Ja, wir wollten gerade aufgeben, als sie angefangen hat zu schießen. Dämlich. Sie hätte entkommen können. 2 haben sie beschäftigt. Ich habe mein Gewehr geschnappt und sie ins Visier genommen. Das war's. Mist, du hättest sie leben lassen und zu einer von uns machen können. Niemals. Die Göre, die hätte uns im Schlaf getötet. Das war knapp. Das war knapp. Oh Mann. Wo ist der Rest? Aber das mit den Begleitern, dass die nicht gesehen werden, ist sehr, sehr gut übrigens. Barracuda. Es sorgt A für Spaß und B. Oh-oh. Affe-Spaß und... Heilige Scheiße! Siehst du das? Pass bloß auf, Mann! Schön reingebaitet. Guck mal in die andere Richtung, Maga. Du bist erledigt! Okay, okay. Der droppt wieder keine Munition. Blöde Sau, ey. Ich will Munition haben. So, einer müsste noch sein. Wer ist da hinten? Okay. Sehr gut. Oh,
Okay. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas liegt zum Aufheben. Oh, hier geht's gleich in Stockwerk 2. Ah ja. Nicht schön, aber selten. Mist. Das Sound richtig rum, ja. Ne? Du wieder. Oh Gott. Schießen soll mit der Schrotflinte. Oh mein Gott. Wo ist er denn? Oh, oh. Wie viele Leute sind denn hier? Oh, oh. Nein. Fuck!
Warum springst du aus dem Fenster? Maga! Nee! Achtung! Umzingelt ihn! Ich glaube, er ist ein bisschen durcheinander, Chat. Die Boys sind ein bisschen verwirrt. Gib mir Deckung. What the fuck? Das war verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ja, war doch easy jetzt. Wie bitte? Sam Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Bin ich hier ein Ungeschoss? Okay. Wir haben doch hier irgendwo einen Ungeschoss, oder nicht? Den Schwarzen? Das lief jetzt nicht so nach Plan. Aber hey. Hey, Spliff, moin. Das lief nicht so nach Plan. Sind wir mal ehrlich. Oh. Da ist noch ein bisschen Zeug. Wie war denn der Plan? Naja, nicht so. Ich wollte das eigentlich leise machen. Ah ja. Oh. Oh. Ah ja. Wir müssen ja zumindest so tun, als hätten wir einen Plan gehabt, okay? Damit es gut klingt, wenn wir sagen, pff, ja Leute, das lief jetzt nicht ganz nach Plan, aber wir haben es geschafft. Okay. Ging ein bisschen hochtrabender. Machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Hat irgendeiner einen Witz gekauft? Ellie hat euch einen vorgelesen. Okay, ich frage jetzt mal so, wer kann von euch nicht pfeifen? Wer kann von euch nicht pfeifen? Wow. Naja, gut. Ich sag mal so, es sind jetzt nicht so viele, aber ein paar. Okay. Okay, okay. Pfeifen ist gar nicht so schwer. Pfeifen ist nicht schwer. Ich habe durch das Game pfeifen gelernt. Wolltest du halt mit Ellie zusammen pfeifen lernen? Ausrufezeichen Drops, Leute. Für die Leute wegen den Drops.
Und ihr werdet nicht 10 Minuten getimeoutet. Ausrufezeichen, glaubst du? Gibt's ein Tutorial von der Pfeife zum Pfeifen? Das ist wie küssen. Einfach Lippenspitzen. Wie küsst du denn? Hey Baby, lass mich dich küssen. Broken hat gesagt, ich soll die Lippen spitzen. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ach, du wirst ja sogar Vater, oder? Da frage ich mich, Mann, was ist mit der Frau nicht in Ordnung? Pflege, ja, wir spielen gerade wieder ein bisschen mehr Games. Bisschen unterschiedlich. Wir gehen gerade wieder so ein bisschen in die Variety-Schiene. Racen können wir ja gerade nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, weil The Last of Us hätten wir so oder so gespielt, weil am Freitag kommt nämlich Episode 2 raus und wir frischen so unsere Dings auf. Story-Kenntnisse. Duckface halt. Bagger, also ich weiß ja nicht, welche Frauen du in deinem Leben schon geküsst hast, aber ich hätte dafür eine geschallert gekriegt. In Ostdeutschland kriegst du dafür richtig eins in die Schnauze, wenn du nicht ordentlich küssen kannst. Sag ich dir. Die guckt dich an und dann gibt's erstmal mit der flachen Hand einen Nacken. Wenn du den fragst, wieso, kriegst du gleich noch eine. Du willst doch kein Selfie machen für Instagram, oder was? Gott, mach das bloß nicht. Küsst Frauen nicht so. Mizi, könntest du... Oh, Mizi. Maga. Maga. Maga, Maga, Maga. Nee, 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 Maga. Mm-mm. Du machst hier... Weiß der Geier, was wir hier gerade tun. Twitch Prime ist... Schluss jetzt. Solltest du nicht langsam weiter? Ja, machen wir ja. Wir haben ja Zeit. Niemand drängelt. Wir spielen hier Singleplayer. Wir haben alle Zeit der Welt. Freaky, Dankeschön für 11. Niemand drängelt. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir gucken immer noch mal schön Lootskis. Dwayne, ich grüße dich. Moin. Mal sehen, wo sie hinführt. Ja. Ins Leere. Gameplay, was ist denn hier los? Ja, das hat irgendwann nicht mehr geklappt, Nexus Sense mit 700 Subs reinbaiten. Da habe ich mir gedacht, ach komm, lass die Scheiße, wir spielen jetzt richtig. Runter, 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 runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Tanke. Okay, hauen wir ab. Okay, die haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran, glaube ich. Dann weiter so. And the attempt was made. Ganz ehrlich, ich bin sehr glücklich, dass so viele Leute den Spaß mitgemacht haben. Da bin ich mal ganz ehrlich. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Das Mädchen ist so dürr. Das klappt nur bei Steve. Ich muss noch viel üben. Den Sprung? Nicht. Muss auch nicht. Warte hier! Mal sehen, wo das hinführt. Genau, Nuri. Lass das Brett... Joel, lass das Brett los! Ich will sehen, was da passiert war! Musik